diese drei, eine Zylinderelektrisiermaschine, eine Kugelelektrisiermaschine und eben eine ganz kleine Scheibenelektrisiermaschine, die sind wirklich aus Goethes Sammlung. Ja, Wissenschaft wurde in dieser Zeit auch unterhaltsam präsentiert. In der damaligen Zeit gehört es tatsächlich zur Bildung in bestimmten Schichten, also vor allen Dingen natürlich im Adel, im gehobenen Bürgertum. Und was ich interessant finde, ist eben, dass die Frauen vor allen Dingen auch dabei gewesen sind. Charlotte von Stein zum Beispiel hatte auch ein eigenes Mikroskop. Die hat auch mit Goethe zusammen mikroskopiert. Es ist ein Gerät, um elektrische Experimente zu machen. Und das ist eben der Stromerzeuger, würden wir heute sagen. Es gibt zum Beispiel das Experiment des sogenannten elektrischen Kusses. Da wurde eine Dame in einem Raum an eine Elektrisiermaschine gestellt und wurde aufgeladen. Sie musste sich dazu auf einen Schemel stellen, der isoliert war, damit sie nicht geerdet wurde. Und dann führte man einen Herrn, der nicht wusste, was passiert ist, in den Raum hinein und er musste die Dame berühren. Und es gab natürlich den entsprechenden Stromschlag und das nannte man dann ironisch den elektrischen Kuss.